Nachweisgesetz, haben wir gesehen, sind 5 Paragraphen. Der wichtigste ist der Paragraph 2. Und in Paragraph 2 finden Sie eine Auflistung. Was ist diese Auflistung? Diese Auflistung ist eine Auflistung der relevanten Eckdaten eines Arbeitsvertrages. Hier hat also der Gesetzgeber gesagt, das sind die wichtigen Informationen, die ich als Gesetzgeber unbedingt schriftlich festgehalten sehen will. Das heißt, eine schöne Frage im Mündlichen könnte sein, sagen Sie mal, Sie sollen einen Arbeitsvertrag konzipieren. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, welche Punkte soll ich da aufnehmen? Finden Sie da im Gesetz irgendeine Hilfe? Antwort, ja, im Nachweisgesetz. Paragraph 2. Dort stehen die Punkte, die der Gesetzgeber unbedingt schriftlich fixiert haben will. Warum? Das sind gleichzeitig die Punkte, die Streitfälle konstruieren können. Aber der Arbeitsvertrag selber kann nach wie vor per Handschlag geschlossen werden. Nur die relevanten Daten müssen innerhalb einer gewissen Frist, was ist die Frist? Ein Monat? Ja, innerhalb eines Monates schriftlich fixiert und ausgehändigt werden. Das ist der Paragraph 2 Nachweisgesetz.